Anja Graf, Sie sind Inhaberin von Visions Apartments. Sie haben gesagt, Sie haben ganz verschiedene Kunden, vom Privatkunden zum Professor. Wer ist so der klassische Kunde? Der klassische Kunde ist das Junior Management. Das sind zum Beispiel Polen, die für ein Projekt ankommen oder die an IT-Projekten arbeiten. Und unterscheidet sich das je nach Land? Ja, wir haben ganz verschiedene Kunden je nach Land. Wie gesagt, in Zürich eher so der Business-Kunde. In Lausanne sind es so eher die reichen Studenten und in Berlin kreativ Schaffende oder zum Teil auch Touristen. Okay, und Sie haben gesagt, bis jetzt kommen Sie ohne fremde Investoren aus. Wäre es mal eine Möglichkeit, so etwas in einem Franchising-Modell durchzuführen? Ein klassisches Franchising-Modell in dem Sinn sich nicht. Aber wir haben ja ein ähnliches Modell, das ist das Partnermodell, das wir jetzt weltweit lancieren.